Hi, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Der Schein trügt. T-Shirt-Wetter, Mitte Oktober. Eigentlich sollte ja der Herbst Einzug erhalten haben. Eine verrückte Fischerei liegt bereits vor mir. Mein Boot sieht aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Hier vorne machen sich gerade die nächsten Jungs bereit und fahren raus. Der Bootssteg ist voll und auch der Fluss ist voll. Also jeder mögliche Platz ist voll mit Anglern aktuell. Ganz, ganz viel los. Der Feiertag am Anfang jetzt hier hat bestimmt auch viele Leute nach Italien gelockt. Also wirklich Wahnsinn, was hier auf dem Fluss unterwegs ist. Und natürlich die Einheimischen auch, sind alle draußen. Und das ist natürlich schwierig, einen perfekten Platz zu finden, an dem man auch noch im besten Fall einen dicken Fisch fangen kann. Schaut mal hier. Verrückt, aber wahr. Hier steht ein Wohnwagen auf dem Steg. So, ich habe eine schnelle Nacht vor mit meinen beiden Gästen. Und bin natürlich am Überlegen, das Nonplusultra da jetzt möglich zu machen. Und habe wieder eine ganz spannende Idee. Ich habe das schon mal vor einem Jahr, glaube ich, genau gemacht. Da habe ich es genannt, Fang den Hausmeister. Die meisten Wallerangler entfernen sich ja ganz, ganz weit vom Camp, weil sie denken, hier wird weniger geangelt. Aber genau in Campnähe zu angeln, das machen die wenigsten. So, und jetzt schaut mal darüber. Alles komplett zugewachsen. Kein Angelplatz, kein gar nichts. Genau gegenüber vom Camp, wie damals. Ganz tiefe Steinpackung, kein einfacher Angelplatz. Deswegen ist da wahrscheinlich auch relativ wenig los. Aber alles komplett dicht. Da sieht man nichts Freigeschnittenes, gar nichts. Und das ist der Plan. Das werden wir probieren. Mit dem Schlauchboot werden wir jetzt das Nötigste zusammenraffen. Alles aufs Schlauchboot draufkrachen. Wir sind zu dritt. Drei Liegen, Sonnenschirm. Ein bisschen Tackle, eine leichte Mahlzeit, wenn der Hunger kommt heute Abend. Aber da habe ich noch eine ganz coole Idee für meine Gäste. Das seht ihr aber später. Ja, fahren wir mal rüber, gucken wir es uns mal an. Motto ist, fang den Hausmeister. Teil 2 will ich jetzt nicht behaupten. Damals, wo ich drüben war, war glaube ich November. Es war schon richtig kalt, aber der Plan ging auf. Kam kein Riesenfisch, also wahrscheinlich nicht der echte Hausmeister. Aber es kamen Fische. So, und jetzt alles wieder dicht. Das ist unser Plan. Habt ihr Bock? Auf geht's. Viel Erfolg. Vielen Dank. War der weit weg vom Camp? 10 Kilometer? 5. Guter Platz. Ja? Okidoki. Die Jungs haben Plan. So, mein Kraftwerk noch einpacken. Herr Finny, was hast du? Riesen Koffer, hä? Aber wir müssen noch was arbeiten heute und alles aufladen. Ich mache jetzt mal die erste Fuhre rein, Routen und so weiter hole ich alles gleich. Erstmal Platz angucken, Platz ein bisschen vorbereiten. Viel Erfolg. Platz ein bisschen vorbereiten. Ja, und dann mit dem nötigsten Tackle rüberfahren. Die Gäste hocken noch oben im Camp, die chillen noch. Die hole ich dann ab, wenn alles soweit vorbereitet ist. Aber ich fahre jetzt erstmal nacheinander das Tackle rüber. Erstmal gucken, wo wir da rauskommen. Finny, komm, hopp, hopp. Rein mit dir. Auf, los. Wir haben immer noch einen ganz, ganz niedrigen Wasserstand hier am Fluss. Es war ja eines der massivsten Niedrigwasser, die das Land hier erlebt hat. Viele Angler hatten ja sogar Angst, dass vor allen Dingen zur Sommerzeit, wo die Wassertemperaturen hier fast bis zur 30 Grad Marke hochgingen, der Fischbestand auch gefährdet sein könnte. Zum Glück nichts passiert. Aber bei so einem Niedrigwasser, vor allen Dingen jetzt im Spätherbst, mit diesen sommerlichen Temperaturen noch, ist natürlich nicht die einfachste Angelzeit für uns Wallerangler. Das Wasser ist relativ klar, sehr niedrig und auch immer noch relativ warm. 17, 18 Grad stellenweise trinkt der Fluss. Und da bin ich definitiv der Meinung, dass die Baller tief abliegen, ja? Tief versteckt abliegen, gar keine richtige Lust haben, irgendwas zu fressen. Ein Haufen Nahrung ist ja auch im Fluss drin, ein Haufen Weißfisch, ein Haufen Meereschen. So, und ein großer erfahrener Wels, der legt sich jetzt hier an einem tiefen Bereich
wo er möglichst wenig Action hat, auf dem Grund, geht ein bisschen nach oben, holt sich Beute und legt sich wieder ab. Das würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich ein Baller wäre. So, und jetzt schauen wir mal aufs Echolot, den Angelplatz uns an. Hier seht ihr schon die erste Weltsichel. Wir sind jetzt relativ nah am Ufer, ich fahre jetzt mal ein bisschen nach außen. Seht ihr jetzt diese Kante hier? Geht fast auf 10 Meter runter. 10 Meter Wassertiefe. Und wenn ich ein großer Waller wäre, würde ich mich genau da unten hinlegen und das Wasser mir durch die Kiemen strömen lassen. Und wenn ich ein kleines Hüngerchen habe, bekommen sollte, bei den Bedingungen aktuell, dann würde ich einfach einen Meter hochschwimmen, mir einen Beutefisch holen und mich wieder ablegen. Finny, was sagst du? Das sind hier Wälse. Ja, Finny hat die Nase schon auf dem Teich. So, und jetzt schaut euch das mal an. Hier angelt kein Mensch. Hier angelt niemand. Und warum angelt hier niemand? Ganz einfach, weil es einfach unbequem ist. Man kann hier nicht mit einem großen Boot anlegen. Man kann hier nicht vernünftig laufen auf den Stein. Man kann hier sich keinen gemütlichen Platz bauen. Aber das ist uns egal. Wir wollen dicken Fisch. Wir wollen den Hausmeister. Wir wollen es probieren. So, und ich suche jetzt mal hier eine Ecke, wo wir rein können. Ein bisschen Arbeit liegt noch vor mir. Dann hole ich meine Gäste. Und dann schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. So, das sollte erstmal reichen. Hier passen jetzt locker 3 Liegen hin. Ich habe einen kleinen Platz freigeschnitten. Ich möchte auch keinen Flurschaden machen, keine offensichtlichen Angelplätze bauen. Aber es sieht auf jeden Fall mega, mega spannend aus. Ja. Das macht kaum ein anderer. Wir werden es probieren. Wir fangen den Hausmeister. So, ich muss jetzt noch mal rüber, die Gäste holen. Das Tackle holen, da müssen wir noch ein bisschen was zusammenbauen, denn die Ruten müssen schon auf jeden Fall eine Safety Zone haben hier in den Steinen. Schaut mal, wie das runtergeht hier. Da kannst du kaum laufen und wenn da irgendwo Berührung kommt von unserer Hauptschnur auf diesen Steinkanten, wenn ein Wallabiss kommen sollte oder auch während die Ruten am Platz liegen, also die Köder ausgelegt sind und die Schnüre zum Köder hin, zur Steinmontage hin, über diesen Stein permanent schaben, müssen wir auf jeden Fall eine richtig haltbare Safety Zone, eine Schlagschnur von einbauen. So, okay, das ganze Zeug rüberholen und dann geht's weiter. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So einfach und gemütlich kann es dann aussehen, das Welsangeln. Ja? Das ist mir oftmals das Liebste. Ja? Wenig Tackle, wenig Aufwand, schnell eine Nacht irgendwo probieren. Finny hat sich da hinten einen Schattenplatz gesucht. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt, bevor wir mit den Routen beginnen, unsere Sachen noch aufladen, damit heute Nacht alles rund läuft. So, mein Handy ist so gut wie leer. GoPro, Nachtlicht. Auf die Dauer hilft nur Power. Bei meinen Touren hier, wo ich teilweise Tage, wochenlang in der Wildnis bin, ist das wirklich das Vernünftigste. Solide Powerbanks, mit denen ich ganz, ganz viel Leistung habe. Ich habe jetzt das Anker Powerhouse 555 dabei. Ist eine Nummer kleiner als meine Riesen-Ankermaschine, aber hat auch eine mega Leistung. Da erzähle ich euch gleich noch was dazu.
Aber jetzt gilt es erstmal Routen vorbereiten. Ja, bis dahin sind Kameras, Handy, alles so weitere scharf. Ein bisschen was muss ich noch dranhängen. Noch einiges muss da aufladen, dass heute Nacht für euch auf jeden Fall, sofern ein Fisch kommt, alles vorbereitet ist. So, das wäre auch geschafft. Routen sind auch drüben. Fast ganze Material haben wir jetzt hierher gekarrt. Musste doch zwei, dreimal fahren, weil für drei Personen sammelt sich doch auch immer einiges an. Wir werden auch gar kein großes Heckmeck machen. Drei Routen. Mehr werden wir auch gar nicht einsetzen. Lieber drei Routen optimal und gut gesetzt, als mehrere Routen schlecht gesetzt. Wir sind jetzt hier am Platz, drei Angler. Wir dürften theoretisch 9 Routen angeln, 3 pro Person. Aber ich bin der Meinung, und ich bin da auch ganz sicher, wenn man den Platz hat, der das hergibt, 4, 5 Routen, 6 Routen vielleicht, würde ich dann setzen. Aber hier, in dieser doch tiefen, aber auch kurzen Packung, wo wir nichts anderes machen können, kein Totholz, nichts zum Anbinden, nichts irgendwas, nur stur die Packung runterangeln in diese kleinen Absätze, wo wir die Futterfische vermuten, wo wir vermuten, dass die Rapfen und die Zander vielleicht langziehen und der Waller hochschießt, sollten doch drei Eisen im Feuer reichen. Denn zu viel Schnüre im Wasser ist genauso wie zu viel Salz in der Suppe. Es schmeckt dann irgendwann immer. Und zu viel Schnüre im Wasser werden den Waller auf jeden Fall vergrämen. Den Hausmeister, den Big Fish. Und er wird nicht angehen. So. Fische sind safe. Und das Boot klinke ich jetzt hier seitwärts ein. Ich habe mir jetzt hier vorne in der Packung ein Seil reingespannt, wo ich mein Boot sicher befestigen kann an der Seite, damit das Schlauchboot schön seitwärts hier in den Stein liegt. Am gleichen Seil hängt auch der Setzkescher. Ich benutze hier einen mit dem Drahtgestell drin, der nicht zusammenfallen kann, wenn jetzt zum Beispiel andere Schiffe vorbeifahren und Wellen hier in die Steine reinklatschen. Denn dann sind meine Köfis relativ schnell im Eimer, wenn sie hier rangepresst, rangedrückt werden an die Steinpackung. Boot hängt sicher. Wenn ihr es euch so festmacht, könnt ihr auch ganz problemlos aus- und einsteigen. Denn ein wichtiger Zugang zum Boot ist unheimlich wichtig in diesem Geröllfeld hier. Und ihr habt so eine ganz geringe Scheuchwirkung des Bootes im Wasser. Wir angeln ja direkt an der Kante von diesen Steinen. Und wenn da jetzt das Schlauchboot kerzengerade, also mit der Schnauze zuerst, von einem Bug zuerst hier ans Ufer gezerrt werden würde, hängt die Hälfte vom Schlauchboot im Fluss raus. Ja, und dann jeder Wels, der hier hochschwimmt und fressen will, checkt euch natürlich. Das dürft ihr nicht machen. So, jetzt geht's ans Rutenhalter setzen. Aber vorher muss ich erstmal was trinken. Es ist so heiß. Für Mitte Oktober, eigentlich Herbst, unglaubliches Wetter. Unglaubliches Wetter, mir läuft so die Soße. Kein Mensch trinkt gerne den ganzen Tag nur Wasser, obwohl es eigentlich mit das Gesündeste ist. Ich mag auch mega gerne fruchtige Getränke, wie zum Beispiel Eistee, aber da ist so, so viel Zucker drin. Das schmeckt so künstlich. Und Holy hat da jetzt ganz coole Eisteesorten an den Start gebracht. Hibiskus ist mein absoluter Favorite momentan. Und den könnt ihr euch ganz, ganz einfach und schnell hier draußen zubereiten. Kein Zucker drin. Keine künstlichen Aromen, ist richtig lecker und erfrischend. Ihr nehmt euch hier ein Paket, ist so ein Schöpfer dabei. Der kommt einfach hier in euren Shaker rein. Wasser drauf. Das riecht schon richtig lecker. Zudrehen. Shaken. Stärkt übrigens auch die Abwehrkräfte, der Tee. Jetzt im Herbst ganz wichtig. Und bei der Sonne jetzt eine mega Erfrischung. Zack. Mega lecker. Also sowas kriegt ihr nicht zu kaufen. Holy hat jetzt auch ein Probierpaket von den Eisteesorten draußen.
solltet ihr auf jeden Fall auch mal probieren. Ich werde mich da auch noch durchtesten. Ich finde es mega. Ich trinke super gerne und bin vor allen Dingen auch dann ein bisschen happy, weil nicht so viel Zuckerblöre in meinen Körper reinläuft. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da blende ich euch den Link fürs Probierpaket ein, für die verschiedenen Eisteesorten. Stefan 5 ist euer Code und dann könnt ihr euch daheim mal durchtesten. So, und jetzt haue ich mir den Shake hier rein und dann setzen wir die Rutenhalter. Das wird nochmal richtig Arbeit hier in der Steinpackung. Dann schauen wir mal, wo wir die Teile reinkriegen. Auf jeden Fall vorsichtig laufen. Ich habe wahrscheinlich jetzt nicht das beste Schuhwerk an für die Aktion. Ich werde 3 Ruten Fluss abangeln. Ich werde die dann so senkrecht laufen nach oben hier in die Steine reinstellen. Da seht ihr, das erste Boot ist eben vorbeigeheizt. Schlauchboot liegt ganz safe am Ufer. Es sind schöne große Rillen hier in den Steinen. Noch ein paar kleinere Steine nehmen, um alles hier zu verklemmen. Auf jeden Fall dann auch testen, dass da Druck drauf kommen kann, weil es gibt nichts Schlimmeres als eine fliegende Welsrute nach dem Biss. So, 1, 2, 3 sitzen. Das schaut doch gut aus. So, und jetzt werden wir uns die Umlenker schnappen, Platz schon mal genauer angucken, Umlenker setzen in die Steine rein, um unsere Schnüre vor den Steinen hier flussab zu schützen. Ja, und dann die Ruten vorbereiten und dann haben wir es eigentlich. Nee, Quatsch, ich musste mal ins Camp. Hab's Hundefutter von Finny vergessen. Die arme Maus. Naja, das holen wir dann auch noch. Na Finny, wo sind die Wälzen? Komm mal gucken gehen. Hier seht ihr jetzt schön, wie die Steinpackung abfällt, fast sogar senkrecht, ne, geht die runter. Hier ist der erste Packungsfuß, wie so eine Treppe ist es hier aufgebaut. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen weiter raus. Und genau hier in diese Kante, hier oben seht ihr Kleinfischschwärme. Auf der anderen Seite lacht uns gerade eine Ente aus. Das kann doch nicht sein. Hier oben, genau an dem Kantenfuß, seht ihr Kleinfischschwärme. Hier steht Fisch drauf. Und ich vermute, dass die Welse, ich mache mal den Motor aus, hier ist das normale Flussbett. Ich vermute, dass die Welse dann von hier hochschießen, um zu jagen. Und in diesem Bereich hier, da versuche ich die U-Posen zu setzen, dass die Fische schön über diese Kante hier stehen und der Waller dann direkt da reinballern kann. Das ist der Plan. So, und jetzt setzen wir unsere Umlenker. Na Finny, hier riecht es nach Fisch, oder? Ja, und genau diese Teile hier kommen zum Einsatz. Die verankern das schön hier genau an der Wasserkante. Das sind die Teile, die Umlenker, die kommen zum Einsatz, die müssen zum Einsatz kommen, denn die werden von meinem Angelplatz aus, der ist jetzt circa 100 Meter stromauf, die Schnur hier über diese Steine lenken, durch den Umlenker durch, direkt an den Spot, den ich euch eben gezeigt habe. Schön an der Wasserkante setzen, achtet drauf, dass ein bisschen nach innen geneigt sind. Wenn sie nach außen geneigt sind, die Gabel, könnte die Schnur euch rausspringen.
nach innen geneigt. Dann läuft die Schnur schön hier oben durch, leicht zum Ufer gezogen und geht dann im direkten Winkel runter an den Spot. Später im Biss fahrt ihr mit dem Schlauchboot auf den Umlenker zu oder wenn ihr vom Ufer aus angelt, diese Teile sind natürlich auch für Uferangler bestens geeignet und ihr habt ja auch ganz, ganz viele spannende Steinpackungen bei uns zu Hause in Deutschland, in der Heimat. Die Elbe, der Rhein, der Neckar, der Main, ja. Lauft am Ufer entlang, falls ihr eure Steinmontagen geworfen habt, bis zu dem Punkt, hebt die Schnur raus und beginnt dann hier den Wels zu drillen, wenn es soweit kommt. So, der erste Umlenker sitzt, zwei Stück müssen wir noch setzen. Ein Stück schön reinklemmen, das ist wichtig. Wenn er rausfällt, ist die Party rum. So, ein Fond dran zur Sicherung. Und ein hinten dran. Dass er richtig schön Druck hat. Gut. Super. Die Ruten sind soweit vorbereitet. Ich habe circa 15 Meter Schlagschnur auf meine 0,55er S-Line Hauptschnur aufgespult. Einmal hier das Zeus Universal Leader in der 80er Stärke. Das ist die rote Schnur. Unkaputtbar das Zeug. Und hier auf der Rolle habe ich das herkömmliche Frontzone Leader, auch 15 Meter als Safety Zone vorgeschalten. Bei den Vorfächern mache ich jetzt keine Experimente. Die letzten Tage haben mir schon gezeigt, dass die Fische auf eine sehr, sehr unauffällige Köderpräsentation, auf die roten Teufel hier stehen. Ja. 1,2 mm starkes Mono, zwei kleine 3,5 Gramm Mikro-Uposen hintereinander geschaltet. Also momentan ist zu viel Auftrieb definitiv nicht fischbringend. Haarmontage. Wie ihr das System hier perfekt bauen könnt, verlinke ich euch mal oben im Video. Da habe ich eine super Bauanleitung gemacht. Ja, und so schaut mein Setup aus. Mit der ersten Rute können wir jetzt gleich starten mit dem Auslegen. Meine Vorfächer, weil ja viele immer fragen, haben eine Länge von circa 2,5 Metern. Und mehr gibt es eigentlich zu dem Setup hier nicht zu erzählen. Ja, kein Schnickschnack, alles eigentlich nur Bestandteile, die erprobt sind. Und jetzt schauen wir mal, ob der Hausmeister auf unsere Montagen hier, auf die roten Teufel, reinfällt. Abfahrt. Vollbracht. Drei Eisen sind im Feuer nach bestem Wissen und Gewissen. Habt ihr Hunger, Jungs? Ja, ich habe noch eine Überraschung für euch heute Abend. Für euch auch. So, und jetzt werde ich aber die Zeit mal nutzen, solange wir noch ein Licht haben. Es ist jetzt 17 Uhr. In anderthalb, zwei Stunden ist es stockeduster. Ich will euch mal meine Ankerstation, mein Anker-Powerhouse 555 vorstellen. Ein mega wichtiger Begleiter. So, die Sonne geht jetzt langsam unter, die angenehme Zeit des Tages beginnt. Und ich habe euch ja versprochen, ich möchte euch noch mein Anker-Powerhouse 555 vorstellen, was mich jetzt bei diesen Touren begleitet. Ich habe auch das Anker-Powerhouse 757. Die Mega-Anlage, aber jetzt bei den Touren hier, auch um ein bisschen Gewicht zu sparen, habe ich das Anker Powerhouse 555 am Start.
erfüllt hier alle Zwecke und ich habe immer genug Saft, um für mich und meine Gäste alle möglichen Dinge hier am Wasser über Tage hinweg laden zu können. Das Anker Powerhouse hat eine Ausgangsleistung von 1000 Watt und 1024 Wattstunden Kapazität. Das ist schon der Wahnsinn. Die im Inneren verbaute Premium LiFePO 4 Batterie übersteht 3000 Ladezyklen und hat somit eine sechsfache Lebensdauer zu vergleichbaren Lithium-Ionen-Akkus, die ihr sonst so auf dem Markt bekommt. Die Qualität des Gerätes ist mega hochwertig, deswegen gibt euch Anker hier auch 5 Jahre Herstellergarantie. Ihr habt alle wichtigen Anschlüsse am Gerät, Zigarettenanzünder, zweimal Netzstrom, zwei herkömmliche USB-Stecker und Highspeed-USB-C-Ports, wodurch euch ein schnelleres Aufladen gelingt. Ja? Also damit könnt ihr mit richtig maximaler Geschwindigkeit eure Geräte laden. Für mich ist das mega wichtig. Ich kann hier alles Mögliche draußen betreiben. Ihr könnt sogar da einen Elektrokühlschrank dranhängen, Elektrogrill, alles Mögliche, was euch einfällt. Abends, wenn es dunkel wird, habe ich eine gemütliche Lichtquelle. Ihr könnt das Anker Powerhouse innerhalb von guten 5 Stunden mit einer maximalen Eingangsleistung von 200 Watt sehr, sehr schnell aufladen und habt auch die perfekte Möglichkeit, das Powerhouse mit einem Solarpanel zu betreiben. Also für hier draußen die optimale Lösung. Es gibt noch weitere Ankermodelle. Das Modell 521 ist ein bisschen kleiner. Das Modell 535 und dann noch die Riesenmaschine, das Anker Powerhouse 757. Alle Modelle haben die gleichen Premium LiFePO 4 Batterien verbaut, aber natürlich andere Kapazitäten, je nachdem, für was ihr es benötigt. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, ich verlinke euch das Anker Powerhouse 555, was ich jetzt hier im Einsatz habe. Ich denke, das Gerät ist auch euch ein mega zuverlässiger, hilfreicher Begleiter bei euren Touren in der Wildnis. Egal, ob ihr zum Angeln unterwegs seid, zum Camping, mit dem Wohnmobil, mit dem Boot, was euch immer einfällt. Strom braucht man, Energie ist wichtig. Die Köfi sind gut aktiv im Hintergrund. Ich werde jetzt noch alles soweit aufladen, die Nachtlichter nochmal nachladen, damit ihr auf jeden Fall dabei sein könnt und die Kamera genug Saft hat, wenn hier jetzt heute Abend noch ein dicker Fisch einsteigt. Kannst ruhig im Notfall ein bisschen die Bremse aufmachen. Der schwimmt auch weg. Lassen laufen, lassen laufen. Hey, mach ja nichts. Mach ruhig ein bisschen die Bremse im Notfall auf. Ja. Helft euch mal ein bisschen. Helft euch mal ein bisschen beim Stein runterlaufen. Langsam laufen. Ja, Vater, das ist wie das Brezelbacken. War doch klar. Hier die Packung, die Hausmeisterpackung. Das musste klappen. Ich mal die Glocke ab. Wir holen uns den Hausmeister. Da drüben ist das Camp. So, und genau gegenüber schlägt es ein. Ein krasser Biss. Ja, ein guter Biss. Hier seht ihr nochmal unsere Umlenker stehen. Der erste. Da kam der Biss am zweiten. Und da sind die Umlenker halt ganz, ganz wichtig, wenn wir so hart in der Packung angeln. Irgendwo hängen bleibt der Kollege. Der läuft raus. Läuft raus, der Fisch. Der steht unten wie einbetoniert. Das ist kein Fleisch. So, ich fahre jetzt mal ein bisschen raus. Jetzt zieht mich hier nämlich, glaube ich, in die Steine rein. Ich fahre langsam rückwärts. Lass mal schön mitlaufen, Kollege. Kein Stress.
direkt gegenüber vom Welscamp kann man solche Fische ans Band kriegen. Noch ist er nicht draußen, aber oftmals liegt das Gute doch sehr nahe. Ne? Wenn man sich ein bisschen Arbeit macht, hier die Steine hochkrabbelt, kann es knallen. Der ist brutal. Ah ja. Ist ein richtiges Monster. Was denkst du, was wir hier machen? Los Leckos. Steht gut unten. Schön, schön schwer der Fisch. Brutal. Perfekt. Zieht das ganze Schlauchboot hier gegen die Strömung. Unfassbar. Absolut brutal. Smockt da wieder rum. Jetzt smockt da ein bisschen rum der Fisch. Alter Falter. Wahnsinn. Ersten Blasen kommen. Jetzt kommt langsam das Vorfach. Riesen, große Blasen. Nicht mehr weiter töten. Sieht gut aus. Ein schöner, starker Zweier. Alles gut, macht alles gut. Ich will mal probieren, die Böden durchzugehen, die Klauen. Uiuiui, da ist er im Wasser. Die einheimischen Angler müssen jetzt die Ruten hier reinholen, weil der Fisch zieht direkt in den Steg. Wahrscheinlich weiß er, wo er hin will. Wir ziehen jetzt kurz raus. Susi. Susi. Unten kommen die nächsten Hindernisse, aber das werden wir schaffen. Der andere hat nochmal ausgeschmissen eben. Aber die Montage sammeln wir ein, wenn es sein muss. Und dann machen wir Schnippi-Schnappi. Nee, Quatsch. Wir gucken, dass wir ihn drüber drillen können. Wir wollen ja keine anderen Angler stören. Obwohl die wahrscheinlich noch nie so einen großen Fisch gesehen haben. Sonnenuntergang. Wahnsinn, totaler Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Schau dir den Himmel her. Schön ist das Wetter. Diese Kürbeln kommst du. Das ist auf jeden Fall ein starker Fisch. Brutal. Wieder 2 Plus. Wieder 2 Plus. Drüber. Ein bisschen Druck drauf. Das ist brutal. Ein bisschen Druck drauf. Ja, wir drillen immer noch und fünfmal dürft ihr fragen, welche U-Posen sie wieder gerichtet haben. Man hat sie eben schon mal gesehen, da kommen sie wieder aus dem Wasser raus. Und wieder starker, sehr, sehr starker 2 Plus. Bam, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, klar, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich sage nur dazu, we can do harder. Andere sagen es Wahnsinn, das sage ich ja auch oft. Ah ja. Smeltzangeln. Und jetzt sind wir auf dem Hausmeisterplatz. So geil. Gucken wir mal, ob wir kriegen, der Kollege. Wenn das jetzt so mit Blödsinn passiert, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Fisch. Hängt wieder ganz knapp, großer Kopf. Dann kommt er. Jetzt nehmen wir noch die Böse. Mal gucken, ob ich ihn halten kann. Vorfach so zu halten. Dürfte auch nicht überdehnen oder überschrecken. So. Komm schon. Ah. Reingreifen, festhalten. Reingreifen, festhalten und dann kommt er. Guck mal hier, wo die Haarmontage hängt. Fiel mal ins Maul rein. Dass Sie das mal sehen, wie das aussieht. Ganz, ganz knapp vorne. Bam, so muss das aussehen. So, jetzt holen wir das Ding mal rein. Alter, das ist wieder richtig groß. Der Schwanz muss auch noch ins Boot, sagt man immer so schön. Wahnsinn, sehr markant. Hat hier irgendeine Verletzung, nicht von uns, irgendwas Älteres. Die Mikros haben es wieder gerichtet. Ja, und der Schwanz hängt aus dem Boot raus. Petri Heil. Vielen Dank. Das ist der Hausmeister. Direkt in Campnähe, also gegenüber vom Camp gefangen. Brauchen wir da kein großes Geheimnis machen. Der Versuch macht klug. Wir haben uns wieder die Arbeit gemacht, sind die Steine hochgeklettert. Und gleich der erste Huber, so eine Bombe. So soll's sein. Petri Heil. Wahnsinn! Wahnsinn! Schau dir dieses Ding an. Schau dir dieses Ding an. Der Hausmeister auf unseren Armen. In der Dämmerungsphase kam der Einschlag. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ein Fisch der 230 Klasse. Und da sind wir schön durch die italienischen Angler hier, durch die Aalangler, durch die Fiederangler durchgetrieben. Zum Glück hat er seinen Futterkorb hochgeholt. Sonst hätten wir den auch noch mitgerissen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und genau vor der Haustüre. Genau vor der Haustüre. Petri Markus. Vielen Dank. Starker, starker Bollermann. Nach dem Drill den Fisch schön halten. Hier an den zulaufenden Brustflossen oben ganz leicht. Jetzt gehen langsam die Barteln nach vorne. Seht ihr, wie er schon reagiert. Und jetzt haut er ab, der Hausmeister. Danke, Stefan. Petri Heil. So, und wir fahren jetzt rüber. Mal gucken, was der Abend bringt. Geht ja erst richtig los, drüben in der Packung. So, Jungs. Nach dem Big Fish gibt es eine Pizza. Mit dem Boot gebracht. Muss das sein, wenn man Campnähe angelt, auf Hausmeisterjagd, kann man sich's auch gut gehen lassen. Geht uns eigentlich immer beim Angeln gut, aber heute Abend gibt es Pizza. Frische Pizza. Vielen gefällt es natürlich auch.
Das schaut doch gut aus. Im Hintergrund spielen sie unsere bestellte Abendmusik. Der Abend wird eingeläutet. Eine ganz tolle Stimmung jetzt hier am Fluss. Sonne geht unter. Der Hausmeister ist gebändigt und schwimmt. Die Pizza war mega lecker. Das ist halt genial, wenn man direkt gegenüber vom Camp angelt. Da kann man auch mal abends seine Gäste mit einer Pizza verwöhnen. Sonst gibt es bei mir immer nur Y-Food. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob noch was angeht. Köder sind gut aktiv. Die andere Rute ist wieder frisch gesetzt. Schauen wir mal. Hast du fein geschlafen? Hast du fein geschlafen? Schön wieder den Platz auf der Liege weggenommen, ha, Fini? Eigentlich ist da unten dein Platz. Hier oben ist gemütlicher, gell? Moin, moin. Überall sieht man jetzt hier an der Oberfläche über dem tiefen Wasser Fische hochkommen. Weißfische, Rapfen, Zander sind hier. Bist du noch müde? Der Einzige, der noch ein bisschen müde ist, bin ich. Sind an der Oberfläche. Nachts kam noch eine Aktion auf die weiteste Rute. Hat aber nicht gehakt, der Fisch. Kann jetzt nicht genau sagen, ob uns der Köfi gestohlen wurde. Hat ziemlich stark geklingelt. Aber dann ist nichts mehr passiert. Rute steht immer noch gespannt im Rutenständer. Naja, jetzt raffen wir hier alles zusammen. Und dann geht's wieder weiter. Jetzt im Morgengrauen, wir sind gerade am Zusammenpacken. Wollten rüber, kommt der nächste Biss, ganz knapp und wieder, oh ne, wieder so ein Kettwiesel. Boing. Unglaublich, unglaublich, die Dinge. In Amerika freuen die sich da zu Tode, da gibt es ja nur diese Welsart. Und bei uns hier wird es langsam wirklich, ich will jetzt nicht sagen eine Plage, aber schwierig beim Welsangeln, weil die Teile kommen auf Top-Water-Montagen, jetzt hier sogar in der tiefen Steinpackung und die ballern sich unsere Köder rein. Unglaublich. Schaut euch das mal an, wie der grunzt. Der erste Fisch, der reden kann, wenn das so weitergeht, höre ich auf mit dem Angeln. Boah. Haarmontage komplett sich hier reingeballert. Brauche ich, glaube ich, eine Zange. Ganze Forelle gefressen. Boah, der hat aber auch eine Kraft im Kiefer. Schaut euch das mal an. 9 Meter Tiefe in der Steinpackung hat er unseren Köder weggesnackt. Und unser Köder war fast so groß. Au! Boah, die können richtig zubeißen, die Dinger. Wie er sich das da reingezwirbelt hat. Naja, da werden wir die nächsten Jahre auf jeden Fall hier am Fluss Spaß haben. Die Teile wachsen und werden wir auf jeden Fall einen Konkurrent haben beim Welsangeln. Das war doch eine schnelle und auch sehr, sehr erfolgreiche Fischerei hier in der Steinpackung. Wir fahren jetzt unser Gepäck wieder rüber, suchen uns jetzt wieder einen neuen Platz, haben es probiert, haben schnell den Hausmeister abgeholt. War doch Wahnsinn, war doch wirklich Wahnsinn. Und da sieht man mal wieder, oftmals liegen die guten Dinge sehr, sehr nah oder näher als man denkt. Genau da drüben ist das Camp, da starten die ganzen Welsangler und wir haben uns genau gegenüber gesetzt in eine zugewucherte Steinpackung. Kein gemütlicher Angelplatz. Das bisschen Arbeit hat sich gelohnt, schnell 3 Liegen hingeballert und schon
gab es Fisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Jagd nach dem Hausmeister. Wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß euch beim Angeln. Alles Gute, dicke Fische. Euer Stefan. Ciao, ciao.